Ahoi, Autonärinnen und Narren und herzlich willkommen zurück in Finnland. Willkommen zurück zu My Summer Car. Ja, ihr seht, ich habe unsere Statusleisten, Müdigkeit, Urin, Hunger und Durst einigermaßen niedrig erfüllt. Also Bedürfnisse erfüllt. Das Fahrwerk ist soweit auch fertig vom Auto. Oh. Ja. Ich höre ein Gewitter. Und oftmals verträgt sich ein Gewitter nicht. Na? Mit dem aufgebockten Auto. Das hatten wir nämlich schon mal. Uppala. So. Deswegen connecten wir die hier nochmal wieder. Sicherheitshalber. Ja. So. Ich habe nämlich heute erstmal Folgendes vor. Wir haben ja noch ein paar Fäkaljobs zu erledigen. Und unsere Bestellung ist da. Jetzt hoffe ich. Ich weiß nicht, wie groß die Pakete sind. Sie sind bestimmt nicht gerade klein. Oh. Ach, da unten auch schon. Okay. Ja, da haben wir einiges zu tun. Genau, und dann werden wir die Jobs erledigen und dann unser Paket abholen. Hoffentlich passt das alles in den LKW hinein. Ich bin mir da nicht sicher. Aber wir werden es sehen. Wir haben 3 Jobs zu erledigen. Oh. Ja, und das war so klar. War ich nicht gerade im Haus? Aber wenn ich im Haus bin, klingelst du natürlich nicht. Ja, ich weiß doch, dass die Post da ist. Deswegen sind wir ja jetzt hier. Ich würde sagen, wir machen erstmal Folgendes. Bisschen zur Seite gehen. Ja. Machen wir den hier. Denn sonst passt das mit unserem Tank nicht. Jawohl. Sehr gut. Alles klar. Okay. Haben wir alles, was wir brauchen? Eine Notration oder? Schon lange nicht mehr im Truck gesessen. Ich weiß gar nicht, wie der Status da ist. Der Feuerlöscher ist da noch drin. Auweia. Wieso ist denn der? Okay. Und wo ist die Klammer für den Feuerlöscher? Ups. Man weiß es nicht. Die ist vermutlich wieder irgendwo im Nirgendwo. Ja, egal, komm. Wir können auch erstmal alles da rumfliegen lassen und uns um die wichtigen Dinge für heute kümmern. Denn wenn der Feuerlöscher da liegt, dann dürfte er nicht stören. Aber hier sehe ich tatsächlich nirgendwo die Klammer. Naja. Mach's wohl nix. Müssen wir uns eine neue besorgen oder so. Gucken wir. Wenn wir bei Taimo sind,
Dann schauen wir mal, ob der noch eine Klammer für uns hat, wohl. Aber jetzt geht's erstmal ans Geld verdienen. Achso. Ja, der ist da nicht so. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns an der ersten Abpumpstation. Bis gleich. So. Ja, ihr habt es gesehen, ich bin da vorhin gefahren wie ein Bekloppter. Weil ich mich nicht entscheiden konnte. Geradeaus fahren oder links fahren. Und dann dachte ich mir, nee, geradeaus ist ja doch besser. Ja, müsste das. Müsste eigentlich reichen. Wenn nicht, korrigieren wir nochmal. So. Schauen wir mal. Das wird die ganze Lumpe hier versenkt bekommen. Zack. Und zack. Rein mit dem Schläuchlein. Komm, versenk dich selbst, das wäre super. Noch nicht. Immer noch nicht. Na gut. Das ist aber, glaube ich, jetzt, oder? Ja. Das sieht ganz gut aus. Sieht am Klappen aus. Hoffen wir zumindest. Das ist doch gut. Na, wir stehen hier schön in den Dieselabgasen. Das tut besonders gut. Ob der wohl einen Hustpartikelfilter hat, das wage ich zu bezweifeln. Aber das sieht gut aus. Wunderprächtig. Nehmen wir mal direkt hier. Unserem Kollegen. Ja, se näyttäisi olevan valmis nyt. Otas rahat tästä. So, da gibt das auch das schöne Geld. Bis zum Meter voll, ich wollte gerade sagen. Aber ich verstehe gerade nicht. Heißt der Pass. Genau. So, ja, dit und dit und dit. Müssen jetzt mal hier.
die Hydraulik ausmachen. Also die Hydraulikpumpe. Vorsichtig nach vorne fahren. Jawohl. In der Hoffnung, dass uns der Schlauch nicht abgerissen ist. Nein, wunderbar. Sehr schön. Da kann es also direkt weitergehen. Du guckst auch ein bisschen, ja, ein bisschen arg merkwürdig, mein Lieber. Oh. Dankeschön. Ich muss noch mal eben was nachchecken. Bin sofort wieder da. Tada, tada, tada. Gut. Das sieht doch schon mal alles gar nicht so verkehrt aus. Okay, Leute, dann sage ich mal, wir sehen uns, wenn wir bei der nächsten Abpumpstation angekommen sind. Bis gleich. But it feels the same. The table's turning. But tell me who gets the blame. Some say it'll never rain. Some say they won't complain. Some say they'll never change until they feel that empty pain of being somebody that's left in the dark. Looking around, seeing nobody there. Some people tell you they never will leave. Until you realize that they all disappearing. They told you them lies. Told you to sleep. So lange können wir den auch mal ausmachen. Bisschen Sprit sparen hier. Huch. Das war nicht geplant. Na, schauen wir ein bisschen weit rum. Na, ah, das geht aber noch. Ja, ja, das geht auf jeden Fall. Oh, ne, F1 wollte ich eigentlich nicht drücken. Ich wollte die 1 drücken. So. Ja, der ist auf jeden Fall voll bis oben hin. Und ob wir wirklich richtig sind, werden wir dann ja. War es das richtige Ende? Gut. Werden wir dann ja sehen, wenn wir die Pumpe anschmeißen. Nicht wahr? Wenn er die Krätze kriegt, dürfte alles richtig sein. Ups. So. Ich schmeiß das Ding hier rein. Ohne mich natürlich mit in die Tiefe zu ziehen. Da in den Gülletank zu fallen, das ist bestimmt nicht sonderlich angenehm. Stirbt man auch direkt von, also von daher lassen wir das mal lieber. Gut. Das sieht doch sehr schön aus. Dann rein in den Truck. Die Gewitterdonner, den ich vorhin gehört habe, der hat sich wohl wieder
verzogen. Oder ich habe es mir einfach nur eingebildet. Man weiß es nicht. Sieht gut aus. Er scheint die Krätze gekriegt zu haben. Das ist ja immer ein gutes Zeichen, ihr Satana. Ah. Ups. Da hätte mal hingehen können, wir uns noch ein bisschen mit ihm unterhalten. Moin Wilhelm, wie ist die Lage? Alles gut soweit, oder? Ja, ne? Hier einen kleinen Gruß da lassen? Stört dich gar nicht, ne? Ja, bis hart im Nehmen. Das ist schon mal was Feines. Ja, wollen wir mal hoffen, dass jetzt bald alles abgepumpt ist. Da. Dankeschön. Nee, hättest du selbst nicht besser machen können, ne? Ja, ja. Ist schon klar. Wir sind ja auch die besten Scheiße-Entsorger der Welt. Ja, komm, jetzt. Ja, Satana, Kollege, kotz hier mal nicht so rum. Hallo? 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 So. Motor auch aus, bisschen Diesel. Ach Quatsch. Motor aus war eine blöde Idee. War eine ganz blöde Idee. Denn wir müssen ja noch ein bisschen vorsetzen. Mal, dass das so in Ordnung ist. Schauen wir. Ja. Das sieht ganz gut aus. Ziemlich exakt, würde ich sagen. So. Wunderbar. Hätten wir den zweiten Kollegen auch schon erledigt. Das Geld müsste auch für die Bestellung jetzt reichen. Also sind wir auf einem guten Weg, glaube ich. So. Oh oh. Der gute Mann im grünen Auto fährt uns gerade mal schön in die Seite, ja. Das war so klar. Ja. Jetzt haben wir genügend Druck. Thank you.
und dann kann das auch schon weitergehen hier. Wir sehen uns dann bei der Abpumpstation. Bis dann, Leute. Ciao. No weather's changing, but it feels the same. The table's turning, but tell me who gets the blame. Some say it'll never rain, some say they won't complain. Some say that never change until they feel that empty pain of being somebody that's left in the dark, looking around, seeing nobody there. Some people tell you they never will leave, until you realize that they all disappear. They told you them lies, told you to sleep, told you that. So, hier wären wir also schon. Ich guck grad mal, was wir bezahlen müssen für unsere Lieferung. Dann können wir das ja eigentlich schon bewerkstelligen. $8,989, ja komm. Bezahlen wir die doch schon mal. Mal gucken. 3 Milch. Ach, da haben dich die Punks mitten in der Nacht angerufen, ja. So eine Sauerei aber auch. Ja, ja, ja. Nee, ist klar. Erzählt hier wieder ein. Einfach köstlich. Oh, one. Und two. Zack. Und nochmal drei. Wunderbar. So, ich hatte aber gesehen, wir hatten zu Hause komm, wir kaufen ihm die Würstchen leer. So, wir hatten zu Hause ein bisschen Ebbe an Würstchen, deswegen mal eben so einen Beutel mitgenommen. Schauen wir mal. Ja, das war schon gar nicht so verkehrt. Mit anderen Worten, ziemlich scheiße. Ja, jetzt aber, komm. Chaka, juhu. So, dann schauen wir mal. Hä? Doch nur so kleine Pakete? Ist da denn jetzt wohl alles drin gewesen? Okay. Dann lassen wir uns überraschen. Fangen wir mit dem größten an. Legen uns das aber erstmal zurecht, damit wir das von dieser Seite anpacken können. So. Ja. Okay.
Das hätte also soweit schon mal einigermaßen geklappt. Können wir das ja eigentlich da hinlegen? Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir dieses Paket noch mit rein? Machen wir vielleicht am besten von der Fahrerseite aus. Ja, hier schon mal Klappe dicht machen. Oh, das wird sehr eng. Das sehe ich jetzt schon. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht haut es ja trotzdem hin. So. Werden noch Wetten angenommen. Hoffentlich explodiert mir der ganze Truck nicht. Gut. Okay. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir fahren damit direkt nach Hause. Dann, machen wir den Fäkaljob hier später. Aber das ist mir hier alles ein bisschen glitchy. Und deswegen. So. Versuchen wir das erstmal nach Hause zu bringen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Ja. Wenn wir zu Hause angekommen sind, falls wir zu Hause ankommen. Oh weia. Bis gleich, Leute. Some said they won't complain. Some said they never change until they feel that empty pain of being somebody that's left in the dark, looking around, seeing nobody there. Some people tell you they never will leave until you realize that they all disappearing. They told you them lies, told you to sleep, told you that they'll be right back in a week, but never they came. And now that you see that people just talk and repeat. You looking for love, looking for hope, looking for anything that you can scope, looking for happiness up in the soap. And honestly, you just don't know where to go, but you just keep moving and moving and hoping that one day you truly will know it. And the emotion that you have, you never show. It seems like all we do is cry. All we do is think about the feelings that we hide. All we do is sit in silence, waiting for a sign, seeking for a cry. All we do is try. In California, ja, zu Hause angekommen sind wir auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dann lass uns gleich mal den Paketstatus überprüfen. Paket Nummer 1 haben wir. Stellen wir das mal direkt hier hin. Dann das gute Stück. Auch hier in der Ecke. Und last but not least, das Monster da hinten.
Ja, nee. Könntest du uns freundlicherweise reinlassen? Liebe My Samaka Physik. Nee, dürfen wir nicht. Jetzt aber. Sehr gut. So wollte ich das sehen. Okay, dann gucken wir mal. Aha. Super, da sind also unsere Reifen drin. Das ist perfekt. Was haben wir hier? Die Sitze. Jawohl. Sehr gut. Das ist gut. Dann müsste in dem letzten Paket die Gurte drin sein. Ja. Genau so sieht es aus. Super. Na, ich würde sagen, können wir eigentlich mal dran gehen, die Räder zu montieren. Denn das war ja das Einzige, was am Fahrwerk noch fehlte. Ja, ich glaube, wir hatten bei der letzten Folge das Problem, dass die eine Feder hinten nicht wollte. Das habe ich dann offscreen nochmal eben gelöst. Und zwar wollte die nur deshalb nicht, weil ich vergessen hatte oder weil ich die eine Schraube noch nicht angezogen hatte. Front right, ja, fangen wir doch damit mal direkt an. Da, 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 da. Obwohl, das sollten wir vielleicht auch von der richtigen Seite direkt packen. Wäre in dem Fall, glaube ich, hier, ja. Sehr schön. Jawohl. Next one, please. Rear right. Ja. Du kannst natürlich umkippen. Hätte es jetzt aber nicht gemusst, zwingend. Herr Reifen. Wissen Sie, was ich meine? Sie hätten auch gerne einfach da bleiben können. Aber gut. Wir sind ja da flexibel. So. Zack. Also langsam nimmt das Auto hier auch Formen an. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Gefällt mir. Hinten links. Na. So. Sehr gut.
Ja, gut, dass das hier alles nicht eng ist. Und wenn das eng wäre, wäre... Was wollte ich sagen? Wenn es eng ist, wäre es schwierig. Okay. Okay, gut. Warte mal, das war ja jetzt gar nicht so schlimm. Mal gucken, ob wir den jetzt noch dran kriegen. Oder nicht. Schauen wir mal. Also von dieser Seite ist vielleicht jetzt doof. Kann ich hier... Nein. Zack. Kann ich hier durchglitschen? Ja. Sehr schön. Na, wunderbar. Okay, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Gehen mal schlafen. Oder? Ne, eigentlich. Ah ne, aufräumen kann ich dann offscreen machen. Wir sollten zusehen, dass wir unsere Reifen montiert bekommen ordentlich. Was? Er will wieder nicht. Ja, passt auf, ich gehe jetzt doch. Genau, ich glaube, das sind 13er, ne? Mal eben schauen. Lässt du mich jetzt? Ja, jetzt lässt er mich. Ja, sehr schön. Genau. Wunderbar. Na. So. Nicht, dass uns die Reifen dann gleich wieder abfallen. Wäre natürlich Fatalinski. Eigentlich wollte ich den zwar noch aufgebockt lassen, weil wir die Auspuffanlage noch unten montieren müssen. Und auch einiges von der, ja, die Kabellage ist meistens auch, ja, nee, ein paar Sachen müssen wir nämlich unten auch noch verschrauben. Ich dachte eigentlich, das wäre voll geschickt, dass wir den hier auf dem Trecker aufgebockt haben, anstatt den über die Grube gefahren haben, weil da können wir noch bequemer arbeiten. Aber mal gucken, vielleicht bocke ich ihn auch gleich wieder auf. So. So. Jawohl. Dann wären die auch fest. Sehr schön.
gut, gut, gut. Ist da was? Dann machen wir doch einfach die Karosserieteile auch schon mal dran. Ja. Zumindest solange uns die Müdigkeit noch nicht ganz dahin gerafft hat. Sagen. Du wirst doch wohl. Was haben wir hier? Tür rechts. Sehr schön. Ach du Scheiße. Okay, warte. Oh fuck. Ja, super, zurück. Oh. Ey, was für ein Rattenschwanz. Ja, komm, wir machen erstmal Tür links. Das war so klar. So. Junge, Junge, Junge. Achso, nee, flieg ruhig mal ein bisschen durch die Gegend. Liebe Tür. Das macht gar nichts. Da kommen wir schon mit klar. So. Jetzt wohl eine Unverschämtheit, wenn die Tür nicht passen würde. Die beiden Fender. Ah, jetzt haben wir den genau falsch herumgepackt, ne? Legen wir ihn dahin. Schnappen uns ihn so. Zack. Number one. Habe ich da gerade gesehen, dass der... Naja, alles gut. Alles gut. Sagen, der ist doch einigermaßen frisch lackiert. So, die Motorhaube bauen wir jetzt aber noch nicht dran. Da wollte ich auch eigentlich eh die Carbonhaube bestellen.
so, ja. Explodier du mal ein bisschen, Auto. Das kennen wir ja. Gut, ach, eine Windschutzscheibe haben wir gar nicht. Nee, die brauchen wir auch nicht, glaube ich. Okay, okay, okay. Kriegen wir sonst noch irgendwas hin heute? Ja, ich glaube. Das lassen wir jetzt erst einmal so. Finish ein Headbutt. Zum Trinken, jawohl. Essen wir noch ein bisschen. So. Würste haben wir ja auch genug gekauft. Die räume ich dann auch gleich. Die räume ich dann auch gleich in den Kühlschrank. Aber vorher gehen wir erstmal schlafen, würde ich sagen. Und dann schraube ich morgen nochmal alles fest. Beziehungsweise offscreen. Ich glaube, dieses Rumgeschraube, ihr wisst ja mittlerweile, wie es geht. Ist dann ja auch nicht so interessant. Ja. Falls ihr das detailliert sehen möchtet, könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben. Aber ich würde sagen, ja, die anderen spannenden Sachen, in Anführungsstrichen, die präsentiere ich euch dann. Gut, ja, keine Ahnung, ob das eine lange oder kurze Folge wurde. Aber ich würde sagen, für diese Folge soll es das erstmal gewesen sein. Und da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Leute, haltet die Ohren steif, habt eine geile Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute.